Hallo und herzlich willkommen zum Auf immer gejagt Tag. Ja, bevor ich in das Video einsteige so richtig, erkläre ich mal kurz, warum da diese Einblendung ist, die ihr seht. Und zwar werde ich die jetzt immer einblenden, wenn es Videos geben sollte, die bezahlt worden sind, beziehungsweise in Teilen bezahlt worden sind, damit ihr einfach Bescheid wisst und damit das alles transparent hier bleibt, weil Transparenz mir einfach sehr, sehr wichtig ist. Natürlich erzähle ich niemals irgendetwas, wo ich nicht vollkommen hinterstehe. Ja, das wollte ich nur nochmal sagen, weil das hier die erste Einblendung davon ist. Ja, Auf immer gejagt steht schon ewig auf meiner Liste. Ich hatte das in den Neuerscheinungen drin, als es auf Englisch rauskam. Ich hatte das in den Neuerscheinungen drin, als es auf Deutsch rauskam. Und, dieses Buch ist eben ein High-Fantasy-Roman, der jetzt bei Carlsen erscheint. Wenn ihr das Video seht, müsste er eigentlich gerade rausgekommen sein. Da geht es um ein junges Mädchen, die so ein wenig Kind von zwei Welten ist. Allerdings wurde die Grenze zum Nachbarland kurz nach ihrer Geburt geschlossen. Daraufhin wird sie ein wenig so diskriminiert, könnte man fast sagen, in dem Land, in dem sie jetzt lebt. Ihre einzigen Bezugspersonen in ihrem Leben waren schon immer Cohen und ihr Vater. Cohen ist vor ungefähr einem Jahr verschwunden. Sie hat keine Ahnung, wo er ist oder was mit ihm passiert ist. Ja, und ihr Vater, der ist umgebracht worden. Tessa ist jetzt so ein wenig auf sich allein gestellt und wird dann zum König beordert und soll jetzt eben Cohen finden, der Mörder ihres Vaters sein soll. Dadurch, dass Tessa eben die Fähigkeit hat, Lügen zu erspähen, weiß sie, dass der König nicht lügt. Ist sehr bestürzt, macht sich dann auch auf die Reise, um eben Cohen zu finden. Ich habe das Buch schon angefangen. In diesem Tag kommen allerdings keine direkten Themen aus dem Buch vor, sondern es ist, was ich relativ cool finde, eben ein Tag, der Fragen beinhaltet, die mit dem Buch zu tun haben. Ihr könnt den Tag allerdings auch machen, wenn ihr das Buch gar nicht kennt, weil die Fragen eben so strukturiert sind, dass ihr sie auch dann beantworten könnt. Das Coole an diesem Tag ist, dass jeder, der mitmacht, die Chance hat, ein Wochenende in einem Baumhaushotel zu gewinnen. Weil viel Zeit in diesem Buch eben im Wald spielt. Für Tessa ist der Wald auch so ihr Element, ihre Heimat. Ja, jeder, der eben an diesem Tag teilnimmt und den Link dem Carlsen Verlag schickt, der kann eben die Chance haben, eben dieses Wochenende zu gewinnen. Und zusätzlich dazu alle YouTuber, die über 500 Abonnenten haben, bekommen dieses Buch eben auch zugesandt, falls sie diesen Tag machen. Der Carlsen Verlag hat den Tag auch schon gemacht, falls ihr euch das anschauen möchtet und mich eben in diesem Grundvideo, in diesem Hauptvideo getaggt. Das Video verlinke ich euch unten in der Infobox. Das waren übrigens die Ute und die Ramona und ich finde, die haben ihre Sache super, super gut gemacht dafür, dass es das erste Video von den beiden gewesen ist. War das wirklich total süß und liebevoll und ganz, ganz toll gemacht. Also wenn ihr euch das mal anschauen wollt, ist es unten in der Infobox verlinkt. Frage Nummer 1. Tessa ist halt wild, unabhängig und stark und ausgesprochen einsam. An welche andere Buchheldin erinnert dich das? Bei der Frage habe ich eigentlich sofort an Katniss aus Panem gedacht. Ja, sie ist wild und sie ist total unabhängig. Also es gibt ja eigentlich niemanden, der unabhängiger ist als Katniss. Das, was die Einsamkeit angeht, klar hat sie so noch zu Beginn der Geschichte ihre Familie, aber im Laufe der Zeit ja, wird das so ein bisschen weniger. Weil ich jetzt auch angefangen habe, das Buch zu lesen, bei der Frage musste ich auch an Ketzer aus Die Beschenkte denken. Das Buch hat generell auch so ein wenig den Vibe von Die Beschenkte, was so die Protagonistin angeht und was so ein wenig auch diese Waagschale aus Liebesgeschichte und Fantasy-Elementen und sowas angeht. Ja, da musste ich tatsächlich an Ketzer denken, weil Ketzer halt auch sehr, sehr wild ist und auch sich so ein bisschen einsam fühlt. Irgendwo, wenn es drauf ankommt, ist sie doch sehr einsam, weil sie gerade auch niemanden hat, der sie so richtig versteht. Und ich glaube, dass das also bei Tessa halt ähnlich ist hier in dieser Geschichte. Frage 2 lautet, Liebe oder Ehre, der Mensch, den du liebst, begeht Hochverrat an deiner Familie, wie würdest du dich entscheiden? Das ist eine sehr interessante Frage. In der Geschichte ist es halt so, dass, ja, dass Tessa, wie gesagt, vom König gesagt bekommt, dass Cohen eben ihren Vater umgebracht hat. Und sie halt die Wahrheit halt auch heraushört aus seinen Worten. Ich muss ehrlich sagen, ich würde ähnlich wie Tessa halt auch sehr wütend sein. Wenn jemand meiner Familie etwas angetan hätte, würde ich mich auch ganz klar auf die Seite meiner Familie stellen, weil ich meine Familie einfach liebe und ja, weil meine Familie halt einfach Menschen sind, denen man nichts antun sollte. Wenn das jemand getan hätte, selbst wenn das jemand ist, den ich liebe, würde ich zumindest im ersten Moment erstmal auf Seiten meiner Familie stehen. Frage Nummer 3. Tessa hat nur noch eine Sache, die sie an ihren
Vater erinnert ein verzierter Dolch. Besitzt du ebenfalls ein besonderes Erbstück? Ich habe das große Glück, dass tatsächlich aus meiner Familie noch nicht so viele Leute gestorben sind, die ich jetzt persönlich, mit denen ich persönlich noch Kontakt hatte. Und ich habe tatsächlich gar keine Erbstücke, die irgendwie im Rahmen der Familie weitergereicht worden wären oder sowas. Ja, Frage 4 lautet, wenn sich Tessa auf etwas verlassen kann, dann auf ihr Bauchgefühl. Wie ist das bei dir? Das ist eine gute Frage, aber ich würde schon sagen, dass ich mich auf mein Bauchgefühl eigentlich oft verlassen kann. Ich glaube, ich bin manchmal ein bisschen zu gutgläubig. Allerdings ist das so, dass ich schon, wenn jemand so meinen Respekt verliert, dass ich dann auch dabei bleibe und auf mein Bauchgefühl höre und auf das höre, was mir mein Herz sagt und auch meistens dann richtig liege, wobei man das natürlich nie sicher wissen kann, ob man jetzt richtig gelegen hat oder nicht. Aber ich bin auch ein Kopfmensch. Entscheidungen müssen bei mir immer sehr gut durchdacht werden, jede einzelne. Frage 5. In Auf immer gejagt haben manche Menschen besondere Begabungen, zum Beispiel Tessa mit ihren Lügen. Welche besondere Fähigkeit würdest du gerne besitzen? Ich glaube, das mit den Lügen, das kann manchmal ein bisschen wehtun und deshalb würde ich das nicht so gerne haben wollen. Was ich unheimlich gerne hätte, wäre die Zeit verlangsamen zu können. So hätte man im Endeffekt mehr Stunden an jedem Tag zur Verfügung, in denen man halt solche Dinge machen könnte, die manchmal halt auf der Strecke bleiben. Fliegen wäre auch noch ganz cool, glaube ich. Aber das mit der Zeit wäre tatsächlich das, was ich mir aussuchen würde. Frage 6. Im Wald überleben, so wie Tessa, hast du davon schon mal geträumt? Ja, im Wald leben, so wie Tessa. Ich glaube nicht, dass das was für mich wäre. Es liegt einfach daran, dass ich nicht so der Naturmensch bin. Ich glaube, ich könnte halt auch eine Weile mit mir allein sein. Das wäre sicher von Vorteil, wenn man so in so einen Wald zieht. Ich glaube halt auch so mal ganz weg von diesen ganzen Mediengedöns zu sein, tut einem auch mal ganz gut, aber so auf Dauer, nee. Und gerade auch in der Welt, in der Tessa lebt, ja, sie muss sich ja durchschlagen, da fände ich jetzt nicht so mega geil. Ja, und die letzte Frage ist eben, die Würfel sind gefallen. Was hält Auf immer gejagt wohl für dich parat? Ich habe das Buch ja schon halb gelesen, deshalb ist das so ein bisschen schwierig so zu sagen, was ich davon erwarte, weil ich schon relativ konkrete Vorstellungen habe, wie das noch weitergehen könnte. Ich glaube einfach, dass es eine Liebesgeschichte geben wird. Ich glaube, die Ute hat das irgendwie gesagt, oder die Ramona, eine von beiden auf jeden Fall, dass es so ein Anti, so hübsche Kleider-Prinzessinnen-Roman ist. Ich hoffe wirklich sehr, dass das auch so bleibt, weil der Großteil halt wirklich im Wald spielt. Und was ich auch hoffe, ist, dass es kein Liebesdreieck geben wird. Ja, und ich hoffe, dass der Fantasy-Teil halt noch ein bisschen mehr in den Fokus tritt, jetzt in der zweiten Hälfte des Buches. Aber ich denke schon, dass das noch der Fall sein wird. Ich glaube, das war es auch. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich gar nicht weiß, wie viele Bände das haben wird. Wenn ihr an dem Tag teilnehmt und über 500 Abonnenten habt, gehört das ohnehin euch. Übrigens ist das unter dem Umschlag hat es auch noch diesen Waldcharakter mit drauf, weil das wirklich im Vordergrund steht. Wenn ihr den Tag mochtet, dann macht doch gerne auch dabei mit oder schreibt mir eure Antworten unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sprechen uns dann auf jeden Fall nochmal, wenn ich das Buch beendet habe, weil es dann auf jeden Fall noch eine Rezension dazu geben wird. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Leseerlebnis heute noch und goodbye.